Täglich häufen sich im Europäischen Parlament Tausende von Sitzungspapieren, Stellungnahmen und Anträgen. Diese werden von den zuständigen Abgeordneten bearbeitet. Wenn erforderlich, müssen Anträge korrigiert und neu eingebracht werden. Ohne Unterstützung durch Assistenten wäre der Arbeitsaufwand nicht zu bewältigen. Wenn man an Brüssel denkt, denkt man oft an Bürokratie. Das ist nicht ganz unberechtigt. Aber man soll nicht über etwas schimpfen, man muss Dinge verändern. Gemeinsam mit unseren Europaabgeordneten, insbesondere auch unserem Paul Rübig, kämpfen wir gegen Bürokratie. Paul ist ein Ereignis für sich selbst. Wenn er erscheint, in voller Überzeugungskraft, immer optimistisch, aber die Dinge bewegend. Er versteht Europa positiv zu kommunizieren. Die Idee, für die Europa steht, nicht nur jetzt in wirtschaftlicher Hinsicht, Wirtschaft, Soziales, Umwelt, das europäische Lebensmodell, das müssen ja unsere Menschen spüren. Sie müssen Sicherheit haben. Sie müssen für die Zukunft Vertrauen haben. Sie dürfen sich vor Globalisierung nicht fürchten, weil sie Europa als Lebensversicherungspolizei haben. Und das stellt Paul Rübig in hervorragender Weise dar. Ich bin froh, dass ich ihn und viele andere Mitstreiter hier in Europa habe. Mit solchen Menschen wird es gelingen, auch Europa in unserer Heimat in Österreich besser darzustellen, lebendiger werden zu lassen und schließlich die innere Begeisterung für dieses tolle Projekt zu wecken. Auch die Rolle als Gastgeber für Delegationen aus dem Heimatland muss wahrgenommen werden. Denn eine Abordnung von der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Sparte Gewerbe und Handwerk, freut sich, nähere Informationen über Brüssel zu bekommen, ist interessiert daran, wie das alles funktioniert, wie schaut es im Parlament aus, wie schaut es mit den Ausschüssen aus, etc. Ich bin zuständig für Haushalt, habe ich von meiner Mutter gelernt in der Firma, wer beim Geld sitzt, schafft an. Wenn ich oft Belege von Bewirtungen gebracht habe, hat sie immer gesagt, du, und was ist das Geschäft dahinter? Und wenn ich nicht genau nachweisen habe können, dass wir da einen Auftrag geschrieben haben, hat sie gesagt, na, dann musst du das schon selber zahlen. Ne? Wir haben mit 27 Ländern da in der Europäischen Union und wir haben einen relativ kleinen Haushalt von 130 Milliarden Euro jedes Jahr. Das ist ungefähr das Doppelte wie der österreichische Haushalt. Also ich möchte keinen erwischen, der nicht zur Europawahl geht. Ja. Ich schaue mir das alles persönlich an, hat der Kurt Kahn immer gesagt. Ja. Jeder von euch ruft sie mich an, die auch zur Wahl gingen. Ich kann mich erinnern, wie er uns immer für die Wirtschaftskammer Wahl motiviert hat. Und ich glaube, für einen guten Bürgerinnen und Bürger ist es einfach Pflicht, dass man zur Wahl geht. Man muss schon schauen, dass man dann nicht über den Tisch gezogen wird, wenn auch der kurzfristige Bewegung soziale Wärme vermittelt. Aber man sollte sie nicht immer über den Tisch ziehen lassen und durch das brauchen wir eine starke Verteidigung da in Brüssel, die auch zu einem Angriff bereit ist und ich glaube, das sollte unser aller Anliegen sein. Die Arbeitswoche von Dr. Rübig endet nicht am Donnerstagabend mit der Rückkehr aus Brüssel, sondern setzt sich am Freitag und Samstag in Oberösterreich fort. An diesen Tagen sind Besprechungen und Vortragstermine wahrzunehmen. Wie beispielsweise bei einem Gespräch mit lokalen Wirtschaftstreibenden und oberösterreichischen Politikern oder bei einem Vortrag über die EU an der Linzer Kepler Universität für kanadische Studenten, bei einer Veranstaltung am Europatag in der Wirtschaftskammer Oberösterreich und bei einer Podiumsdiskussion im ORF-Landesstudio. Also dort, wo es wirklich in dicht bewohnten Gebieten ist, ist es notwendig, dass Lärmschutz, Abgasschutz so gut wie möglich ausgebaut werden muss. Wir bemühen uns also hier am letzten und modernsten Stand zu planen und das bewährt sich auch. Den Sonntag verbringt Dr. Rübig bei seiner Familie in Wels. Hier tankt er Energie, um tags darauf wieder mit vollem Elan in die neue Woche zu starten.